Namibia und Südafrika gelten als perfekte Einstiegsländer für alle Afrika-Neulinge. Die Big Five auf einer Safari zu sehen, steht bei so einigen auf der Bucketlist. Aber worin unterscheiden sich die beiden Ziele im südlichen Afrika? Wohin soll ich reisen? Wenn ihr euch diese Fragen stellt oder euch einfach interessiert, was die beiden Destinationen zu bieten haben, ist das hier das richtige Video für euch. Safari. In Namibia ist ein Besuch von Nationalparks und Wildtierreservaten für das Beobachten wilder Tiere nicht zwingend notwendig. Denn einige Tiere wie Affen, Antilopen, Strauße oder Schakale lassen sich auch im urbanen Raum blicken. Raubtiere, insbesondere Großkatzen wie Löwen und Leoparde, sieht man allerdings eher in den Nationalparks. Der Etosha-Nationalpark ist mit über 22.000 Quadratkilometern Namibias größter Nationalpark. Dort kann man problemlos mit dem eigenen Auto auf Safari gehen und hat große Chancen, seine tierischen Bewohner zu sehen. Die Eintrittspreise sind angemessen. Die Safari in Namibia gilt als ruhiger und authentischer, denn es herrscht weniger Touristenandrang und die Tierdichte ist ähnlich hoch wie in den Nachbarländern. In Südafrika sind Wildtiere nur in den entsprechenden Nationalparks oder Wildtierreservaten anzutreffen. Dafür besteht hier eine besonders hohe Chance für Tiersichtungen, vor allem auf die afrikanischen Big Five. Viele bekannte Nationalparks können jedoch touristisch sehr überlaufen sein. Daher empfiehlt es sich, etwas mehr Zeit und Geld zu investieren und ein privates Wildreservat, ein Game Reserve, aufzusuchen. Fazit: Wer unter Garantie seltene Wildtiere wie Löwen und Co. sehen möchte und auch vor hohen Preisen nicht zurückschreckt, der wird mit dem Safari-Angebot in Südafrika sicherlich auf seine Kosten kommen. Für alle, die eine authentische Erfahrung suchen und Wildtiere in ihrem natürlichen Umfeld, innerhalb und auch außerhalb von Nationalparks und Reservaten erleben möchte, ist Namibia das richtige Reiseziel. Kulinarik. Die traditionelle Küche Namibias ist sehr fleischlastig. Vor allem Fleisch von Wildtieren wie Strauß, Antilope, Kudu und Zebra landet hier besonders gerne auf den Tellern. Manch ein Feinschmecker würde sagen, dass man nirgendwo besseres und frischeres Wildfleisch bekommt als in Namibia. Als Beilage zu den verschiedenen Fleischspezialitäten wird traditionell Milipap, ein fester Maisbrei, serviert. Ebenso befinden sich auch typisch deutsche Gerichte auf der Speisekarte, die durch deutsche Siedler ihren Weg in den ehemaligen Kolonialstaat fanden. Südafrikas traditionelle Essenskultur wird ebenfalls durch Fleisch aus der Region geprägt. Insbesondere Breis sind sehr beliebt. Dabei handelt es sich um die südafrikanische Art des Grillens. Hier ähneln sich die Essgewohnheiten Südafrikas und Namibias. Im Gegensatz zu Namibia hat die südafrikanische Küche mehr internationale Einflüsse. Vor allem Eintöpfe aus dem malaiischen Raum und indische Gerichte haben es in die südafrikanische Küche geschafft. Fazit: Beide Küchen sind vor allem etwas für Fleischliebhaber. Die typischen Fleischspezialitäten ähneln sich in beiden Ländern. Das deutlich vielseitigere und internationalere Essensangebot hat man eindeutig in Südafrika. Wer sich aber speziell nach deutscher Küche sehnt, wird in Namibia fündig. Sport und Freizeit. Namibia gilt als klassisches Safariland, aber es gibt noch weitere spannende Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel Golf, Sandboarding, Duneskiing, Paragliding und Wandern. Die besten Regionen für Freizeitaktivitäten liegen in den Städten Swakopmund und Walvis Bay, wo die Wüste auf das Meer trifft. Auch Südafrika hat mehr zu bieten als nur Safari. Wer einen besonderen Kick sucht, kann hier unter anderem Bungee-Jumping machen, an der Küste mit Haien tauchen oder bei einer Ballonfahrt das Land aus schwindelerregender Höhe betrachten. Natürlich stehen auch zahlreiche sportliche Aktivitäten wie Golf und Fahrradfahren auf dem Programm. Fazit: Nervenkitzel findet ihr also in beiden Ländern. Also begrenzt euch bei euren Abenteuern nicht nur auf die Safaris, sondern traut euch auch mehr. Südafrika ist aber definitiv noch etwas abenteuerlicher. Klima. Namibia liegt im südlichen Afrika und hat daher ein subtropisch-kontinentales Klima. Das heißt eine lange Trocken- und kurze Regenzeit. Regen gibt es in der Regel von Ende Dezember bis April.
Die Trockenzeit ist demnach von Mai bis Dezember. Die beste Reisezeit mit 20 bis 25 Grad Celsius ist Mai bis September. Eine Safari empfehlen wir euch von Anfang August bis Ende September. Im Osten Südafrikas herrscht ähnlich subtropisches Klima. Im Nordwesten befindet sich hingegen ein typisches Wüstenklima. Um Kapstadt herum herrscht ganzjährig relativ starker Wind mit mediterranem Klima. Die Monate April und Mai sind perfekt, um das ganze Land zu erkunden. Die Temperaturen betragen dann um die 25 Grad. Fazit: Das Klima in beiden Ländern lässt sich weitgehend als heiß und trocken beschreiben, allerdings zweifellos mit regionalen Unterschieden. Da Namibia vom Halbwüstenklima bestimmt wird, ist es im Sommer tagsüber sehr heiß und im Winter nachts ziemlich kalt. In Südafrika kommt es auf den Ort an. Mobilität. Namibia ist bekanntlich am besten mit dem Mietwagen zu erkunden. Es gibt zwar asphaltierte Fernstraßen, aber die Nebenstraßen sind überwiegend aus Schotter, Salz oder Sand. Von dem über 42.000 Kilometer langen Straßennetz sind nur 5.400 Kilometer asphaltiert. Außerdem sind die Etappen sehr lang und es gibt nur wenige Möglichkeiten anzuhalten und zu tanken. Achtet also unbedingt darauf, voll zu tanken. Am besten nehmt ihr auch Ersatzreifen und Wagenheber mit für den Notfall. Besonders europäische Fahrer sind Schotterstraßen nicht gewöhnt. Daher raten wir zu besonders hoher Aufmerksamkeit und vorausschauendem und moderatem Fahrstil. Südafrika hat ein weitaus besser ausgebautes Straßennetz. Autobahnen und Nebenstraßen sind gut ausgebaut und meist in sehr gutem Zustand. Vor allem in der Nähe der Großstädte kann es jedoch zu viel Verkehr kommen. Solange man jedoch die Sicherheitsabstände einhält, sollte das Fahren hier kein Problem sein. Fazit: Beide Ziele könnt ihr mit dem Mietwagen gut erkunden. Da in Namibia das Straßennetz etwas schlechter ausgebaut ist, solltet ihr hier etwas vorsichtiger sein. Namibia und Südafrika sind sich in vielen Dingen sehr ähnlich. Wer möglichst ungestört auf Safari gehen will, bevorzugt Namibia. Wer neben Safari auch andere Abenteuer erleben will, ist in Südafrika besser aufgehoben. Beide Reiseziele sind definitiv sehenswert. Was ist euer Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Um künftig kein Video von uns zu verpassen, klicke auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Polo Team.